Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil meines Black Friday Beauty Hauls. Hier sieht es noch ein bisschen aus. Ich habe gerade eben meine Drogerieprodukte für euch gefilmt. Link ist in der Infobox. In diesem Video zeige ich euch meine High-End-Einkäufe bzw. Bestellungen. Ich habe noch keines der Produkte bisher getestet. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal ein reiner Haul. Ich habe die Sachen extra zur Seite gepackt, um sie, nachdem ich sie euch gezeigt habe, einzuräumen, aufzuräumen, zu testen und dann natürlich zu berichten. So, ich habe eigentlich alles fast bei Douglas und bei Flaconi bestellt, aber das spielt ja keine Rolle. Und zwar hat mich da angesprochen, das zeigen wir zuerst, von Laura Mercier, das neue Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Das gibt es in, nagelt mich nicht fest, in 6 Farben. Und ich habe bei Douglas auch einen Blick drauf werfen können, über die Schultern von vielen, vielen Menschen am Black Friday. Die meisten sind sehr, sehr dunkel. Also ich habe die 1 und die 2 bestellt, weil ich nicht recht wusste, beziehungsweise um es dann zu mischen. Und die anderen Farben finde ich alle wirklich sehr, sehr dunkel, muss ich sagen. Also die 1 und die 2 sind noch so in Ordnung, wie ich finde. Ich denke, man kann das ja auch ganz gut erkennen. Das links ist die 1 und das rechts ist die 2. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie die Produkte performen. Ich habe ja auch die Hourglass Ambient Lighting Palette. Wie gesagt, ich habe die bisher nur einmal geswatcht. Können wir auch gerade mal zusammen machen. Das soll halt mehr so ein Setting-Puder sein, da ich ja aber sehr, sehr oft schon mit Highlighter in der Foundation arbeite, muss ich schauen, dass ich das dann entsprechend anpasse. Hier seht ihr die Swatches, ist natürlich seitenverkehrt. Das hier ist die 1 auf dem Mittelfinger und auf dem Ringfinger ist die 2. Die Hourglass Ambient Lighting Palette habe ich auch mitgebracht. Die fühlen sich im Swatch relativ trocken an, was ja schon mal gut ist, weil ich finde, wenn ein schimmriges Puder cremig ist, dann glänzt man sehr, sehr schnell oder es wird sehr, sehr schnell speckig. Die Palette sieht leider nicht so sauber aus, weil ich sie eben verwende. Das hier ist die Hourglass Ambient Lighting Palette und farblich sieht man vielleicht schon, dass da, finde ich, jetzt nicht wirklich Ähnlichkeit da ist. Weiß jetzt nicht, wie das in der Kamera rüberkommt, aber wir können auch mal swatchen, falls euch die Produkte interessieren, falls man da überhaupt was sieht. Na gut, wahrscheinlich, man sieht so gut wie nichts, aber trotzdem, also die Hourglass Puder sind weicher, wobei... Auf dem kleinen Finger ist Laura Mercier, die 2. Und auf dem Ringfinger ist ein Ton aus der Hourglass-Palette, der rechte. Ich bin gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall verwenden und euch dann Bescheid sagen. Aber, na, die Swatches bringen nicht viel. Das ist ja bei so Puder auch immer sehr relativ. Aber, da könnt ihr jetzt vielleicht noch mal ein bisschen gucken. 1, 2, Ambient Lighting Palette. Wird getestet, wird reviewed und falls ihr euch auch eins gekauft habt, könnt ihr mal Bescheid sagen, wie eure Erfahrungen so sind bisher mit dem Puder, weil ich habe es, wie gesagt, noch nicht getragen. So. Dann machen wir weiter. Dieser Haul ist sehr, sehr puderlastig. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir noch bestellt das Shiseido Translucent Loose Powder. Ich sammle Puder, wie ihr vielleicht wisst. Und ich war immer der Meinung, ich hätte ein Puder von Shiseido, beziehungsweise das lose Puder von Shiseido. Dem ist aber nicht so. Es ist das Sensai Loose Powder, das ich habe. Ich habe mir das mal auf Kleiderkreisel gekauft und hatte das deswegen irgendwie nicht mehr so ganz auf dem Schirm, dass das eben nicht Shiseido, sondern Sensai ist. Und da ich bin ein absoluter Puderfreak. Ich muss das ausprobieren. Das ist halt ein, wie der Name schon sagt, ein Translucent Loose Powder. Da können wir hier oben auch mal hier dieses Ding da abmachen. Hier wird alles entjungfert heute. So. Dann ist das nämlich schon mal offen. Und die ganze Herrlichkeit schon mal raus hier. Dann ist das hier schon mal offen. Ein weißes Puder, wie man sieht. Ist ja auch klar.
Ja, ich bin gespannt, ich werde das testen und dann wahrscheinlich demnächst auch mal wieder ein Puder-Update machen. Ich verlinke euch in der Infobox ein Video. Da habe ich sehr, sehr, sehr viele meiner High-End-Puder gegenübergestellt, meine Favoriten genannt. Die haben sich bisher auch nicht verändert. Das ist nach wie vor gleich. Und wenn ihr euch für lose Puder interessiert und für Highlighter, dann seid ihr hier bei mir genau richtig. So, also das, wie gesagt, von Shiseido, das Translucent Loose Powder. Ich habe es bei Flaconi bestellt. Und weiter geht es auch mit einer Bestellung von Flaconi. Und zwar gab es das aber auch bei Douglas, habe ich gesehen, oder war es schon weg. Das ist von Givenchy, das Prisme Libre. Ja, ein Matt Finish und Enhanced Radiance Loose Powder. Wie das funktionieren soll, ist mir noch etwas schleierhaft. Es ist auf jeden Fall aus einer wunderschönen Verpackung aus der Weihnachts-LE und auch ein limitierter Farbton. Givenchy hat ja bis auf ein Puder, das reguläre Translucent Powder, Puder mit so vier verschiedenen Farbkästchen, ja, die sich dann eben vermischen zu einer Farbe. Wo geht das jetzt auf? Das soll auch ein bisschen schimmrig sein, habe ich gehört. Die machen hier extra einen Pfeil hin, wo es aufgeht, und ich krieg's trotzdem nicht hin. So, jetzt. Ich stelle das mal hin, dass das nicht wieder so ein. Es staubt trotzdem. Oh, ich liebe sowas, ja. Normalerweise schneide ich mir da immer die Hälfte von ab, aber bei vier Farben bringt das natürlich nichts. Da brauche ich ja von allem etwas. Ja, ich bin auf jeden Fall. Oh, das ist ja wirklich radiant. Seht ihr das? Oh, Entschuldigung, der Finger, gell? Das ist radiant. Wo mache ich das hin? Ist ganz, ganz fein. Oh, ich freue mich. Der Swatch sah gerade wirklich schön, schön radiant aus. Seht ihr das? Oh ja. Oh ja, ich freue mich. Oh, wie schön. Riecht das nach irgendwas? Ich glaube, nein. Doch, riecht nach. Nach Kleber, vielleicht ist es auch die Dose, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht stark parfümiert, aber auch nicht geruchsneutral. Aber es könnte ja auch sein, dass es die Dose ist. Ja, auf jeden Fall gab es das hier. Ach, ich habe so viel Puder, mit dem ich spielen kann. Und dem Ganzen nicht genug. Ich habe noch ein Puder bestellt. Ich habe noch ein Puder gekauft, aber nur weil es Black Friday ist und war. Und ja, den Pinsel dazu habe ich ja schon. Wer errät es? Ich habe mir das neue La Mer The Powder gekauft. Das sündhaft viel zu teure lose Puder von La Mer, was in einer lächerlich großen Verpackung daherkommt und nur 8 Gramm enthalten sind. Ich wusste das aber zumindest mit den 8 Gramm. Ich weiß auch, wie viel 8 Gramm sind. Mein Dior Puder enthält 7 Gramm und ja, deswegen hatte ich da schon so eine kleine Größenordnung. Ich bin total gespannt auf dieses Puder. Ich habe es bei Hatice Schmidt nochmal gesehen, haben wollen, wollte ich schon vorher, aber Hatice Schmidt war die erste, bei der ich es im Live-Auftrag gesehen habe. Ah, nee, stimmt, bei Tati von Glam Life Guru habe ich es auch noch gesehen. Das ist auch noch zu. Das ist jetzt für mich, sowas ist für mich jetzt eher ein Face Powder. Bei sowas, finde ich, muss man gucken. Sowas würde ich wahrscheinlich eher jetzt in der T-Zone verwenden und nicht komplett auf dem Gesicht. Sowas gebe ich mir dann wirklich dann nochmal übers ganze Gesicht, weil es halt kein Translucent Powder ist. Oh, da darf kein Gramm verschütt gehen. Oh, Madonna. So, jetzt offen. Gibt es nur in einer Farbe, war auch irgendwie ständig ausverkauft und ist auch sehr, sehr, ich sehe auch, das hat auch so einen Sheen. Ich habe das bei Hatice Schmidt auch gehört, dass sie das gesagt hat mit dem Sheen. Oh, jemine. Oh, jemine. Oh, je. Oh, wie toll. Wie toll. Ach, das riecht jetzt nach nichts. Das riecht jetzt wirklich nach nichts. Und ich freue mich. Vor allem freue ich mich, dass das Puder sich so anders anfühlt wie mein Puder von La Prairie. Habe ich das vielleicht zufällig hier?
Nee, gerade leider nicht. Ich habe nämlich schon befürchtet, dass das Puder Ähnlichkeiten hat zum Puder von La Prairie, hat es aber nicht. Das von La Prairie ist auch deutlich preisgünstiger. Habe ich auch im Video damals gezeigt. Ja, wie gesagt, Link ist unten. Auf dieses Puder freue ich mich auch sehr. So, dann kommen wir schon zum letzten Produkt, aber ich glaube, das genügt dann auch. Und zwar habe ich mir noch von Chanel ein Blush gekauft. Das ist ein ganz normales Blush aus dem Standardsortiment, auch bei Flaconi gekauft. Und zwar in der Farbe 170 Rose Glacier. Das neue Blush aus der aktuellen Kollektion bei Chanel sagt mir leider nicht so zu. Es ist grell pink, lässt sich aber super, super schön verblenden und hat dann von dieser grellen Farbe in der Verpackung oder so, wie es zuerst eben scheint, nichts mehr zu tun. Aber dieses Pink, dieses matte Pink, das verwende ich halt nur sehr, sehr selten. Wenn, dann greife ich wirklich lieber zu solchen Tönen mit Schimmer. Ihr seht es vielleicht hier auch schon ein bisschen in der Kamera, dass das einen fast schon duochromfarbenen Schimmer hat. Und da freue ich mich sehr drüber, dieses Blush zu verwenden. Und das war dann mein letztes Produkt aus meinem Beauty Haul der etwas anderen Preisklasse. Ich hätte mir die Produkte nicht gekauft, wäre keine Black Friday Aktion gewesen. Aber ihr wisst, ich benutze die Sachen auch und sortiere regelmäßig aus und rauche nicht und kaufe mir lieber Kosmetik, als in den Urlaub zu fahren. Jedem das seine. So, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder bei mir ein. Wenn ihr Inspirationen für mich habt, lasst es mich wissen. Irgendwann wird es bestimmt auch mal ein Tutorial geben. Und dann, ja, verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!